Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Grow Alchemist of Ore. Und zwar habe ich wieder ein bisschen gespielt ohne euch, logisch. Und haben ein bisschen was gesammelt. Wir haben sogar 59 Diamanten mittlerweile. Das heißt, wir können Gurumon auf Level 5 machen und können damit Twinklemon freischalten. Bing, bing, bing. Summoned. Einen Schnauzer. Collecting one Stamina Potion. Collecting two Stamina Potions. Mhm, wir kriegen jetzt also Ausdauertränke dazu. Sind wir auch mal auf 6 hochgelevelt. Okay. Gut. Schön, schön, schön. Ich brauche 50 Diamanten. Die kriegen wir durch die Rewards hier. Ich habe Stufe 700 erreicht. Kriege ich leider nur 30. Das ist ja ärgerlich. Immer nur 30 dadurch, oder? Dann Müll aber auch. Na gut. Aber was ganz cool ist, man kriegt sehr viele Diamanten durch diese Kisten, die man dir bekommen kann. Deswegen, ich habe immer noch 3 Punkte, das habe ich vergessen beim letzten Mal zu machen. Ich würde sagen, wir verbessern hier einfach mal alles. Grand Success! Grand Success, wir können nämlich increase the probability of finding a treasure box. Mal auf 12,5%. Danach Tap Damage ein bisschen höher. Und entsprechend unser Gold ein bisschen ausgeben. So viel Gold haben wir auch nicht mehr. Ich habe immer regelmäßig alchemiert und das war mal sehr teuer gewesen. Ein Fail. Ich brauche Level 160. Für das nächste. Fail. Success. Hauptsache ich brauche keine Diamanten und ähnliches. Wir können auch ein bisschen verkaufen. Ich habe jetzt nämlich ja auch schon Silber. Achso. Ganz, ganz viele Barren gemacht. Silber, Palladium, Titanium, Gold. Mal schauen, was wir als nächstes brauchen. Wir lernen erstmal einen neuen Skill. Success. Maximum Mana 1% ab. Schön. Ich habe schon wieder kein Stamina mehr. Recovery Stamina 0,5% after Clearing the Stage. Das finde ich ganz cool. Haben wir schon 1,5% sogar schon. Und wir brauchen etwas mehr Gold. Wir können verkaufen. Ganz normalen Kram. Nehmen wir ein bisschen Bronze dazu. Palladium, Titanium, 106.000. Piece of Gold, 64.000, 440.800. Ich weiß gar nicht, ob ich damit irgendwas machen kann. Vielleicht schon. Schauen wir mal. Erstmal geht's weiter. Neue Skills lernen. Obtaining 10 Bronze Coin after clearing the stage. Oder 5, wenn wir... Ohr meinen. Ich denke mal, das wird besser sein. Tool Damage 1% ab. Maximum Stamina 0,5%. Das ist okay. 6 Stamina dazu. Fail. Reached out of safe floor. Fail. Wir sind übrigens bei Floor 700. Weil es noch keiner gesehen hat. Tool Damage 1% ab oder obtain when mining Ohr. Also sind 8 Schaden mehr, ne? Wir nehmen ein bisschen mehr Bronze mit. Ah, wir brauchen Silber. Habe ich kein Silber? Ich habe tatsächlich kein Silber. Ich habe Gold, dummerweise. Okay, wir nehmen mal Gold mit. Auf zu Silber. Bonis. Na, ich will mich über 160. Je nachdem, wie viel wir in einem Step immer höher machen, desto mehr Punkte kriegen wir immer wieder. Okay, jetzt krieg ich nicht mehr. Jetzt hab ich gefailt zwischendurch. 7800 Score ist derzeit das Beste. Bam, Silber. Und Silber brauche ich noch. Nehmen wir mit. Einen neuen Skill erlernen wir. Maximal 1% ab. 12 Mana wieder dazu. Mehr Bronze oder Tool Damage 1% höher. Gibt es eigentlich auch sowieso ein Maximum von irgendetwas? Tap Damage, von 680. 714. Immerhin, 15 Schaden mehr. 25 sogar. Recovery Stamina. After Killing the Stage ist super.
Damit der Career, after clean the stage. Ah, da habe ich nämlich schon das fertige vorbereitet hier. Maximum Mana 1% höher, 12. Fail. 76% Successrate. Tap Damage höher. Wir sind Level 51 mit dem Buch. Mana-Regal zu 20% und 1,8. Okay, ich würde sagen, wir machen hier ein bisschen weiter. Dafür brauchen wir bis 160 keinen Edelstein mehr. Doch, da brauche ich Silber. Ne, Palladium ist das, glaube ich. Success! Reach the autosave floor. 840 Schaden. Fail. Fast so viel Bronze. Wir haben auch noch 3020 Silbercoins. Fail. Fällt aber ganz schön ab mit 73%. Nicht schlecht. Jetzt ist die Statistik wieder, dass es auch quasi fast unmöglich wäre, so viele Fails zu haben. Grand Success. Nice. 20 Punkte. Big Success. Was brauchen wir denn? Increasing. Ne, ich mach mal 15%. Increase Mana. Increase Stamina. Mining Speed up. Critical Chance. Und Tap Damage erstmal höher. Wir haben gleich Level 160. Sofern wir nicht 2000 Mal failen. Grand Success. Wieder 5 Punkte. Sehr hübsch. Und 160. Increase Probability of Ore Alchemy. Tool Damage 563. Das verstehe ich nicht. Das hier, ja. Success wird 98%. 90,5. 100%. Wir versuchen, 100% zu kommen eigentlich, oder? Wäre schon ganz cool. Aber wir können weitermachen. Wobei ich jetzt ganz gerne eher noch ein bisschen Tap Damage erhöhen würde. Und das Buch weiter aufrüsten möchte. Ich glaube, die Skills sind ein bisschen schicker. Tap Damage 5% ab. Critical Damage. Stamina Consumption 1% down. Okay, mehr Critical Damage. Weiter geht's. Probability of Critical 1% höher. Nice. Crit Chance um 1% erhöht. Damage. Und wieder 1% Crit höher. Silbercoins. Weg. Machen wir mal das. 76,6%. Critical up. Soweit wie geht. Critical Damage oder Probability of Critical? Nein, aber die Chance zu critten, das finde ich besser. Ach, sehr schön. Wieder 1% Crit Chance höher. Na, jetzt haben wir eine Crit Chance von 29%. Das heißt, durchschnittlich jeder dritte Attack crittet. Ach, herrlich. So, ja, Twinklemon, collect den 2 Stamina Potions. Wow, okay, krass. Piece of Topaz ist neu. Aquamarine hat man schon gehabt. Ja. Jetzt gehen wir weiter. Fail. Ich möchte mehr Skills haben. Bisschen Bronze oder die höhere Chance, Skills zu erlernen, finde ich besser. Und da ist eine Kiste. Bam.
One shot, one kill of being mined at once. Das finde ich super nice. Ein legendärer Skill, seht ihr ja hier. Das hier ist halt selten, ne? Blaue Umrandung. Hier ist halt episch und hier unten ist legendär. Kann man es auch erkennen? Ja, kann man. Maximum Mana 1% ab. Oder hat die Crit-Chance erhöhen? Zwei Mana alle 10 Sekunden. Jetzt brauche ich Titanium Level 15. Habe ich das noch gar nicht. Hätte ich gehabt haben müssen. Gut. Ich glaube, so viel Mana werde ich nicht mehr haben. Bis dahin. Das ist ein Ultra-Lucky, aber selbst sonst würde ich es, glaube ich, nicht schaffen. Unser Score erhöht sich. Immer weiter, immer weiter. Ja, Palladium. Titanium brauchte ich, ne? Ja. Einmal noch. Ah, schön, schön, schön. Dann können wir den nächsten Skill lernen. Heftig. Ah, 2% Chance mehr. Kann man ausnutzen. Bis zum nächsten Maximum Stamina ab. Warum nicht? 6 Stück. Das ist halt nix, ne? Das ist halt super lächerlich. Das finde ich ganz cool. Stamina wieder regenerieren, wenn man durch eine Dings durch ist. 2%. Ja, wieder 2,2. Fail. Dann die Consumption lieber runter und jetzt brauche ich einen Goldbarren. Maximum Stamina, Maximum Mana ab. Verkaufen wir noch ein bisschen was. Zack. Das reicht aus, um wieder ganz schön viel zu bezahlen. Reach the Autosave Floor. Jetzt soll ich wahrscheinlich wieder ein bisschen weiter runterkommen. Damage 1% höher. Hier wieder Gold. 1,5% Chance, jetzt was zu one-hitten. Wieder ein Goldbarren. Das da. Wieder ein bisschen was verkaufen. Zack, Aquamarinen-Krams. Ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwann gebrauchen könnte. Okay, dann würde ich sagen, verbessern wir das ja mal wieder. Passt nicht ganz so viel. Eine ganze Folge nur verbessert. Aber so wird es höchstwahrscheinlich öfters ablaufen. Grand Success, 7 Punkte dazu. Big Success. Ah, One Hit. Ne, das war ein Critical gewesen. Bin mal gespannt, wie weit ich gleich runterkommen werde, wenn ich jetzt ein bisschen selber spielen werde. 180 brauche ich wahrscheinlich fürs nächste Level up, ne? Also für nächsten Skill, ja. Ein Goldbarren habe ich. Success. Ah. Ach cool, ich verbrauche das gar nicht, das ist ja dumm. Das Spiel ist ja einfach. Ich dachte, ich würde das verbrauchen, ja. Aber nein, ich verbrauche es nicht mal. Wie bescheuert ist das denn? Das ist natürlich sehr cool. Ich brauche also nichts nachproduzieren. Ich muss halt nur insgesamt zweimal haben. Einmal wegen dem Buch und einmal wegen der Spitze. Wobei, ich brauche es insgesamt mehrmals wahrscheinlich. Aber egal, das ist ja cool. Super entspannt. 23 Punkte, 24 Punkte und gleich haben wir Level 180. Big Success. Every additional damage every 3 times mining. 2 damage 736. Das verstehe ich noch nicht so richtig. Wir gucken gleich mal, was das macht, wenn ich hier wieder recovered bin. Das habe ich irgendwie noch nicht. Genauso wie hier brauche ich noch Floor 300 bei den Artifacts.
ist noch nicht ersichtlich für mich, was ich da machen soll. Rapid Alchemy könnte man theoretisch auch machen. Level 30. Da brauchen wir 60 von denen. Warte, sparen wir auch mal auf die Dinger. Damage 78, die Tool Damage 1124. Damage 121%. So, 1. Hoch. 1, 2, 3. Okay, das bei dem funktioniert halt irgendwie nicht so. Bam. Bam. Zack. 1, 2. War auch wieder One-Hit, war. Okay. Wir pushen das in. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich denke, wir werden auf 20% Treasure Finding gehen. Und den Rest in Tap Damage investieren. Critical Chance können wir da machen. 1% höher. Critical Damage. Ein bisschen höher. Da können wir Critical Chance 17 und der Rest wirklich in Tap Damage. Ich habe immer noch so viel. Mann! Grand Success, wieder 5 Punkte. Warum nicht? So, ich muss ganz kurz bis zum nächsten machen. Bekommen wir das alles? Piece of Opal? Ja, meinetwegen. Bis wir im nächsten Item brauchen, machen wir das hier. Das Item werde ich dann nämlich erfarmen. Außer ich habe das Item schon. Ich brauche immer wieder neue Items, neues Gold erstmal. Ich habe nichts mehr. Mein Gold ist leer. Ist der nächste? Ja. Ne, 300. Jetzt gibt es eine Weile keinen neuen Skill mehr. Das ist ja schade. Platinum auf Level 19. Okay. Wir können es übrigens auch resetten. Kostet allerdings 100 Diamanten. Teuer. Teuer, teuer. Kein Gold mehr. Da haben wir noch ein Skill. Ah, Success, sehr gut. Zack. Okay, jetzt brauche ich hier auch Platinum. Das heißt, ich werde hier auf Platin gehen. Dass wir hier Platinum bekommen. Okay, dauert eine Weile. Mach ich dann beim nächsten Mal dann. Machen wir beim nächsten Mal, oder? Wir haben sehr viel gelevelt. 700 ist unser Maximum derzeit gewesen. Weiter kam ich nicht und deswegen werde ich jetzt schön weitermachen mit ganz viel neuen Tap Damage und ganz viel neuen Skills und so weiter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von Alchemists of, oder Grow Alchemists of Ore. Bis zum Ciao, ciao.